Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Ich komme hier an, habe meinen Kamerakoffer in der Hand, habe mein Stativ in der Hand und dann heißt es, oh, bitte nicht, kein Video. Und sag ich, wieso? Ja, das ist so ein kleines Kaff und so, das erkennt doch niemand und so. Da musste wirklich, nein, ich war nicht meine Überredungskünste, ich habe einfach traurig geguckt. Kennen Sie, wie kleine Kinder gucken, wenn sie was wollen? Und dann habe ich nach 5 Minuten das Go bekommen, weil ich gesagt habe, sowas Geiles will ich ein Video machen. Schauen Sie sich bitte die nächsten 4, 5 Blogs an, weil nicht nur das hier ist geil, die ganze Story ist geil, das ganze Anwesen ist geil, das, was wir danach noch sehen, ist alles geil. Da ist eine Familie, ein Ehepaar, völlig käuferrückt. Aber nicht käuferrückt, wie wir das seither eigentlich kennen, dass man dann ganz viele Fische kauft und macht und tut und versucht, den Besten zu haben, sondern man betreibt das Koi-Hobby auf ganz eigene Weise und auch auf eine andere Weise, wie es 99% der Koi-Liebhaber tun. Aber der Reihe nach. Heute haben wir einen 30.000 Liter Teich mit einem Bodenablauf, einem Skimmer. Der letzte Umbau war vor 6 Jahren. Die Hydraulik etwas zu gering. Wir wissen ja, ein Bodenablaufskimmer pro 10.000 Liter, den man umwälzen möchte. Bei 30.000 Liter möchte man ja 30 Kubik umwälzen pro Stunde. Das wird man nicht ganz schaffen. Trotzdem hat man ein tolles Wasser. Und ich möchte mal sagen, von der Anlage her ist es einfach nur schön. Diese Zeder, die 2, 3 Meter übers Wasser ragt. Wir haben schönes, klares Wasser. Wir haben auch mit, die kann man hier zählen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18. Mit 20 Fischen haben wir auch keinen Überbesatz. Den würde ich hier auch nicht provozieren. Wir haben nahezu algenlosen Teich. An den Wänden haben wir so diesen leichten Algenrasen, den man möchte. Und ich habe gefragt, was macht ihr gegen Algen? Nichts. Ja, kein Algenvernichter. Nö, machen wir nicht. Salz? Nö, machen wir auch nicht. Aber wenn man sich das anschaut, der Teich liegt einfach im Schatten. Und das ist einfach a matter of fact, eine Tatsache. Algen brauchen Licht und je mehr Licht, desto stärker wachsen sie. Und warum? Was hat das mit Licht zu tun? Sind wir immer wieder bei der Photosynthese. Die Photosynthese ist im Prinzip die Energie, die es dazu braucht, um mit aus CO2 dann am Ende Energie und Sauerstoff als Abfallprodukt zu produzieren. Und wenn ich den Teich brutal im Schatten habe, dann werde ich die Algen reduzieren. Aber das wissen wir. Damit reduziere ich natürlich auch die Temperatur und mit der Temperatur das Wachstum und auch die Möglichkeiten, die Fische auf den Winter zu konditionieren. Also an alle, die auch einen algenfreien, schattigen Teich wollen, dann idealerweise eine Luftwärmepumpe anschaffen, um Temperatur ins Becken zu bekommen. Also ich muss wirklich sagen, das ist so ein Teich, blöd gesagt, das wollen, glaube ich, viele sowas. Aber es ist halt einfach so, es muss ja immer zu den örtlichen Gegebenheiten passen. Die Tiefe ist 1,50 Meter. Die Fische sind alle super genial drauf. Sie haben gesehen, und das ist Koi. Als ich da vorne noch rumgehampelt bin, waren die Koi da vorne. Ich setze mich hier hin. Ich weiß nicht mal, wo die gefüttert werden. Und die kommen alle schön auf uns zu. Jetzt nehme ich mal die Kamera auf die Hand. Und ich sage Ihnen, hier wurde noch schnell geputzt. So dreckig wollen wir das nicht zeigen. Aber ich kann Ihnen sagen, das hat genauso sauber ausgesehen, als ich hier gekommen bin. Und wir haben tolles Wasser. Auch verhältnismäßig wenig Algen. Auch am Boden sind keine Algen. Das ist wie ausgeschrubbt. Aber hier an den Wänden sehen wir, da bilden sich ganz leicht Algen. Aber die Koi sind sensationell drauf. Hier hinten ein schöner Wasserfall. Ein Wasserfall mit tollem Geräusch. Die Luftblasen bleiben stehen. Aber noch nicht so, wie man sich das wünscht. Also das Wasser ist jetzt biologisch noch nicht 100%. Aber da ist es auch noch zu früh im Jahr. Da braucht es einfach noch mehr Futter. Das ist so ein Bestand, wenn man den mit ich würde jetzt mit 600-800 Gramm am Tag füttern und dann ist man sicherlich gut aufgestellt. Die Farben der Koi wunderschön. Aber das Geilste ist das Verhalten von den Koi. Die sind so unglaublich aufmerksam. Also immer da, wo man gerade ist, halten sie sich auf. Kein einziger sondert sich auch nur irgendwo ab.
sondern schwimmen alle frei. Hier toller Kutschaku. Bisschen dunkel am Kopf, aber eine ganz, ganz hohe Farbqualität. Und der Teich hat halt den ganzen Tag irgendwo Schatten. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Koi so gut drauf sind. Weiß man natürlich nicht, ob die Sonne die über den Tag auch ein bisschen stresst. Bodenablauf, Platzierung. Hier unten ist der Bodenablauf und das Kimmer. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann den Schmutz immer an die Stelle zu bringen. Ideal wäre jetzt natürlich hier, wenn in der Mitte zentral der Bodenablauf wäre. Und die Form wäre eigentlich auch dafür geeignet, dass das dann alles schön um den Bodenablauf rotiert. Schauen Sie, die Keulen, die sind völlig irre. Also das habe ich so in der Form jetzt auch noch selten gesehen, dass die so aktil und agil und aufmerksam sind und den Menschen zugeneigt. Das ist wirklich völlig verrückt. Ideal, wie gesagt, der Bodenablauf in der Mitte. Und dann hätte man eine schöne Rundströmung machen können. Die Strömung ist hier jetzt nicht ganz so ideal. Wird natürlich auch durch den Wasserfall da hinten gestört. Aber von der Anlage her, auch hinten, wenn man hier reinschaut, so leicht asiatisch angehaucht. Ohne dass es kitschig wird, gibt es ja auch ab und an mal, dass das mit zu viel asiatischem Dekomaterial dann auch ein bisschen kitschig wird. Also das ist schon richtig, richtig, richtig geil. Und im nächsten Block schauen wir uns den Filter zu der Anlage an. Das hat mich auch besonders gefreut. Sie jetzt auch gleich. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Block und danke fürs Zuschauen. Ciao.